Ja, wir haben am Notruf 122 sehr, sehr viele Anrufe bekommen, weshalb wir hier gleich mit sehr vielen Einsatzkräften angefahren sind. Bei unserer Ankunft hat sich so dargestellt, dass es sehr stark verraucht war im Gebäude, auch draußen war Rauch sichtbar und bei der Wohnung war offensichtlich, dass aus dem ersten Stock drei Fenster durch eine Explosion herausgeschleudert waren. Sie lagen im Kreuzungsbereich auf der Straße und die wichtigste Aufgabe der Feuerwehr war mal, die gefährdeten Bewohner aus dem Gebäude zu retten. Das haben wir mit Drehleiterfahrzeugen und mit Fluchtfiltermasken gemacht, haben die gefährdeten Personen aus dem Gebäude gerettet und haben dann den entstandenen Brand abgelöscht. Aktuell wissen wir, dass es um ca. 21 Uhr zu einer Explosion in einer Wohnung gekommen ist. Die näheren Umstände sind derzeit noch nicht klar. Wir wissen auch, dass der Mieter der Wohnung zum Zeitpunkt der Explosion nicht in der Wohnung war. Es wurden insgesamt 5 Personen leicht verletzt. 2 davon wurden mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. 3 wurden vor Ort behandelt und das ist momentan Stand der Dinge. Das Landeskriminalamt ist jetzt in der Wohnung und wir untersuchen das Ganze natürlich auf Spuren.